5 Anzeichen, dass dein Muttermal vielleicht bösartig sein könnte. Merkte die A, B, C, D, E Regel. A, B, C, D, E, F, U. Ist doch lustig, so kann man sich diese A, B, C, D Regel merken mit dem Song. Vielleicht bist du bei diesem Video doch mal ruhig. Das A steht für Asymmetrie. Ja, wenn es schön rund ist, ist es gut. Und wenn es jetzt auf der einen Seite ganz anders aussieht als auf der anderen, ist es ja eher verdächtig. Das B steht für Begrenzung. Ist jetzt das Muttermal klar abgrenzbar zur anderen Haut oder hat es vielleicht so kleine Verwachsungen in die Haut? Das C steht für Kolorit. Ist es einfarbig oder sind ganz viele verschiedene Farben im Muttermal? Das D steht für Durchmesser. Ja, je größer, desto schlechter, sage ich jetzt mal. Das E steht für Erhabenheit. Ist das Muttermal erhaben, also ist vielleicht so ein bisschen dellig, dann ist das eher verdächtig. Und wenn es ganz flach ist, dann ist es eher unverdächtig. Was ich aber empfehlen kann, geh doch mal zum Arzt und lass doch mal deine Mutter mal checken.